Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder ein Buch mitgebracht aus der Reihe Isfor mit Vorträgen und Auszügen von Meister Omra Michail Ivanov. Und zwar heute Die himmlische Stadt, Kommentare zur Apokalypse. Das Buch habe ich bisher noch nicht in der Hand gehabt. Das ist das erste Mal, die erste Lesung, das erste Kapitel aus dem Buch. Und es ist etwas spezieller, weil es sich konkret mit den Offenbarungen und der Apokalypse beschäftigt. Und da stehen sehr viele Zitate drin. Und wir schauen einfach heute mal rein, gemeinsam in eines der ersten Kapitel, wo ein wenig auch darüber erklärt wird. Und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung. Die himmlische Stadt. Kommentare zur Apokalypse. Omra Michail Ivanov. Reihe Isfor, Band 230. Kapitel 2. Einführung in die Offenbarung. Das Christentum ist nicht eines Tages aus dem Nichts heraus in der Welt erschienen. Es ist das Ergebnis mehrerer Traditionen und ganz besonders der jüdischen Tradition, die in der Kabbala ihren Ausdruck findet. Jesus kannte die Kabbala und es ist notwendig, Grundkenntnisse in dieser Wissenschaft zu haben, wenn man das Alte und das Neue Testament wirklich verstehen will. Leider hat sich die Kirche jahrhundertelang damit zufrieden gegeben, den Gläubigen einige Bruchstücke, einige oberflächliche Kenntnisse zu vermitteln, und jetzt darf man sich nicht wundern, wenn die Christen mehr und mehr in den Lehren des Orient und des fernen Ostens nach spiritueller Nahrung suchen, weil sie das Christentum armselig und unzugänglich finden. Nun, wer hat Schuld daran? Der Klerus sollte sich schämen, dass er es nicht fertiggebracht hat, all den Reichtum und die Tiefe des Christentums, seiner Philosophie und seines Symbolismus aufzuzeigen. Sie haben sich damit begnügt, alles Mögliche zu predigen, das nichts Besonderes vermittelte, und das ist jetzt das Ergebnis. All diejenigen, die etwas mehr suchen, verlassen die Kirche. Jahrhundertelang hat man den Christen immer wieder vorgebetet, das Glauben zu haben, das Wesentliche sei. Wenn sie Fragen stellten, antwortete man ihnen, das seien Mysterien, um deren Verständnis sie sich nicht zu bemühen bräuchten. Sie sollten glauben, und dann würden sie gerettet werden. Aber nein, es genügt nicht zu glauben. Die Religion ist nicht auf den Glauben begrenzt. Jede Religion enthält ein Wissen, und wenn man den Gläubigen dieses Wissen vorenthält, mit dem sie ihren Intellekt, ihre Seele und ihren Geist nähren können, verlieren sie schließlich den Glauben. Denn sie haben den Eindruck, an ungereimtes Zeug zu glauben. Ich weiß, dass vielen die Vorstellung Schwierigkeiten bereitet, dass Jesus die Kabbala kannte, aber das ist die Realität. Die Kabbala war Teil der jüdischen Überlieferung, in der er unterrichtet worden war, und er selbst offenbarte Johannes dieses ganze Wissen, von dem zahlreiche Elemente in seinem Evangelium und vor allem in der Apokalypse wiederzufinden sind. Jede Religion besitzt eine exoterische Lehre, die allen gegeben werden kann, und eine esoterische Lehre, die einer geistigen Elite vorbehalten bleibt, die fähig ist, sie zu verstehen. In der christlichen Religion wird die exoterische Lehre durch die Kirche des Petrus repräsentiert. Und diese Kirche hat sich mit Gewalt durchgesetzt und nicht gezögert, all die umzubringen und zu verbrennen, die sich ihr widersetzten oder ihrer Meinung nach ihre Regeln nicht akzeptierten. Die esoterische Lehre wird durch die Kirche des Johannes repräsentiert. Sie ist ihrer Arbeit im Geheimen nachgegangen, ohne jemals irgendjemanden zu verfolgen oder umzubringen. Daher wurde sie selbst Opfer der Intoleranz der Kirche des Petrus. Jesus hat Johannes also eine Lehre gegeben, die er den anderen Schülern vorenthalten hat. Und diejenigen, denen dies klar wurde, waren ein wenig eifersüchtig. Aber lassen wir das. Die Kirche des Johannes ist die Bewahrerin der Quintessenz der Lehre Jesu. Und sie ist immer bereit, die Menschen zu unterrichten, die sich begierig zeigen, die Geheimnisse der Schöpfung zu ergründen und all die Wahrheiten bezüglich der unsichtbaren Welt und der spirituellen Entwicklung des Menschen zu vertiefen.
Die Apokalypse ist das Buch der Kirche des Johannes. Um aber all die Zahlen, Symbole und Bilder, die sie enthält, zu interpretieren, muss man Kenntnisse auf dem Gebiet der Kabbala, der Astrologie, der Alchemie und der Magie besitzen. Und sogar der Karten des Tarot, die keineswegs Spielkarten sind, wie manche meinen, sondern eine Zusammenfassung der gesamten Einweihungslehre darstellen. Daher scheuen sich die meisten Pastoren und Priester, die Apokalypse zu interpretieren. Denn sie wären gezwungen, all diese Wissenschaften anzuerkennen und damit bestimmte Aspekte der Religionen zu ändern. Ja, sie lassen die Apokalypse beiseite, weil sie der Beweis ist, dass die heiligen Bücher nur mittels des Einweihungswissens interpretiert werden können. Man zieht es manchmal sogar vor, anzudeuten, dass Johannes bei ihrer Niederschrift schon sehr alt war und sich von Rabbinern hat beeinflussen lassen oder auch, dass er ein wenig den Kopf verloren und ungereimtes Zeug von sich gegeben hätte. Anstatt nachzuforschen, um in dieses Wissen vordringen und die Symbole entziffern zu können, nimmt man lieber an, Johannes sei im Alter kindisch geworden und lässt die Apokalypse unbeachtet. Manche sagen, dieses Buch ist tatsächlich unklar und schwer zu interpretieren. Es ist für diejenigen unklar, die nicht die Schlüssel besitzen. Und für diejenigen, die sie besitzen, ist es das eindeutigste Buch. Natürlich stehen die Bilder, die Symbole und Zahlen nicht in der Reihenfolge, in der man sie erwarten könnte. Manche, die sich am Ende befinden, stehen in Verbindung zu Passagen vom Anfang oder aus der Mitte. Genauso wie Karten, die man planlos hingeworfen hat. Derjenige aber, der das wahre Wissen besitzt, nimmt die Karten, bringt sie in die richtige Reihenfolge und liest. Wenn man die Bedeutung der Zahlen und den verborgenen Sinn der Symbole kennt, können all die Elemente, die dem Anschein nach keine Verbindung miteinander haben, zusammengebracht werden. Dann erklären sie sich gegenseitig und geben ein vollkommen logisches Gesamtbild. Ich habe zahlreiche Interpretationen der Apokalypse gelesen und wenn auch immerhin einige davon der Wahrheit entsprechen, finde ich doch, dass noch nie jemand das Wahre, das Wesentliche zur Sprache gebracht hat. Warum? Es gibt mehrere Gründe dafür, aber hauptsächlich, weil man versucht hat, historische Personen, Länder und Ereignisse wiederzuerkennen, anstatt in diesem Buch nur das Wesentliche zu sehen, das heißt die Beschreibung von Elementen und Vorgängen des Inneren und des kosmischen Lebens. Was für Fehler konnte man da begehen bezüglich der vier Reiter und des Drachens mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, hinsichtlich der mit Sternen gekrönten Frau, der großen Hure und dem neuen Jerusalem? Auch ich habe auch euch einige Passagen interpretiert und ich könnte damit fortfahren, aber es gibt so viele andere Themen vorher zu behandeln. Was würdet ihr mit der Apokalypse anfangen, wenn ihr nicht bereits daran gearbeitet habt, die wahren Grundlagen des spirituellen Lebens zu erlangen? Denn es genügt keinesfalls, all diese Symbole intellektuell zu verstehen. Man muss sie in sich selbst zum Leben erwecken können. Solange ihr nicht vor einer Arbeit der Reinigung, der Selbstbeherrschung, der inneren Erhebung durchgeführt habt, bleiben euch die Wunder der Apokalypse verschlossen. Ja, danke heute auch wieder fürs Zuschauen und Zuhören. Sagt mir gerne mal in den Kommentaren, ob ihr Lust habt, dass ich noch mehr über die Apokalypse oder über die Offenbarungen vorlesen soll, wenn euch das interessiert. Aber nicht vergessen, arbeitet an eurer Selbstbeherrschung und an eurer Reinigung, sonst werdet ihr das nicht verstehen können. Also gut, dann habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns zur nächsten Lesung. Tschüss, bye bye, eure Miri.